Jo, guten Morgen, servus Leute. Ich bin mal wieder am Bahnhof und mache mich jetzt auf den Weg nach Frankfurt zur Buchmesse. Ja, und da nehme ich euch wieder mit. Viel Spaß. So Leute, an der Messe angekommen und schon. Hallo. Mit. Und eine Büchernixe ist auch da mit Anhang. Wir hatten gestern schon Spaß und haben jetzt 100 Kilometer vor und ich habe mittlerweile schon im Motel eingecheckt, mein Gepäck abgeladen und jetzt bin ich hier. Und ja, was die Janine gerade gemeint hat, sie hat vielleicht eine Verabredung mit der Sonja Keiblinger. Und ihr wisst, ich stehe seit kurzem, seit ich die Trilogie von Sonja Keiblinger gelesen habe, tierisch auf die Frau, würde ich jetzt auf die Autorin eben. Sonja Keiblinger ist ein Hingucker, das kann man ja sagen. Aber die Bücher, der Schreibstil, richtig geil. Ich freue mich wahnsinnig auf die weiteren Bücher von Sonja Keiblinger und vor allem hoffe ich, dass ich sie nachher treffen kann zusammen mit Janine. Und dann sage ich ihr das auch so nochmal. Ja, aber ich hoffe, ihr werdet es gleich sehen. Wenn ihr da seid und wir noch nicht, könnt ihr ja den Standort bei WhatsApp schicken, dann mache ich Maps an und dann hoffe ich, dass wir. Ach, du hast ja noch einen Termin um 6. Ja. Ja, alle sind total busy. Aber bis 2 Uhr haben wir jetzt keinen Termin mit und so. Ich habe erst um 14 Uhr einen. Ich habe gerade nichts vor, außer so vor mich hin existieren. Wir wollen jetzt ganz hochpacken und so. Man kann ja trotzdem mal in Richtung Verlagsstand von der Keiblinger gucken. Vielleicht ist die Dame ja da. Ja, wir gucken. Und ich muss gucken, wo der Drömer Knauer stand. Der ist in 3-1, oder? Drömer Knauer ist 3-1, wieder in der Mitte, da wo er eigentlich immer ist. Okay. Ja, weil da muss ich um 14 Uhr nämlich sein. Ja. Fitzek! Was? Der ist ja Fitzek? Ganz Fitzek. Interview, oder? Ja. Ich treffe den, ich brauche keinen. Ich muss nicht anstehen. Oh Mann, hey, ne? Ich treffe auch Victoria Elfjahr nachher. Ich muss nicht anstehen. Ich bin heute wieder wichtig. Ja, unser Pro. Es war ein Scherz, ich bin nicht so schlimm. Unsere Pro-Ex-Booktuberin. Aber Blogger. Blogger. Ich verlinke euch den Blog. Jo, wir sind jetzt gerade am Oettinger-Stand und gucken mal, was hier so geht. Vielleicht entdecken wir ja die Sonja Keiblinger, aber oh, ich glaube es fast nicht. Die Janine fragt mal nach bei den zuständigen Verlagsmenschen. Und oh, ihr seht, wie es weitergeht. Wir sind mal wieder, also ich und Janine, sind mal wieder am Stallensand Verlag angekommen und versuchen mal hier ein bisschen durchzukommen, aber es ist sehr, sehr schwer, weil viel los. Freut mich sehr, dass auch hier in dem Eck so viel los ist. Hallo. Ja. Ich habe ja gesagt, I'll be back. Schön. Die ersten Bücher sind auch schon ausverkauft wahrscheinlich. Ja. Und Prinzessin haben wir auch am Stand. Einwandfrei. Ich muss dahin. Tun, ich kämpfe nicht durch. Genau. Gut, danke schön.
das ist ganz böse. Bei mir auch. Aber halt Skills. Wenn ich noch sechs Kugeln ziehe, dann habe ich es geschafft. Ja, Leute, ich muss jetzt dazu sagen, die Janine ist ja offiziell keine Booktuberin mehr. Deswegen hat sie auch keine Kamera dabei und filmt auch nicht. Ja. Aber ne, dann ist sie eben bei mir im Video. Und glücklich und fröhlich und voller Fangirl. Ich habe ja am Donnerstag auch schon da die ganzen Bücher, die Beschreibungen durchgelesen. Und ich fand es auch so, so cool. Und die Cover, das ist überhaupt, ich kann es immer nur wiederholen, die Cover vom Stellensand Verlag sind einfach durch die Bank nur geil. Ja, ich habe auch noch keins gesehen, wo ich sage, was ist das denn? Ja, absolut. So, das lange Warten hat endlich ein Ende. Die Sonja Kalblinger ist tatsächlich zu uns gestoßen. Hier hinter mir, oder vor mir, besser gesagt, sehen können. Nein, ich bin nicht vom Radio. Also, wir sind alle drei nicht vom Radio. Wir sind vom Internet. Genau, wir sind vom Internet. Das ist Neuland. Ja, wenn ihr das passt, ja. So 16:30 ungefähr. Ja, manchmal ist es nicht. Darf der Gerd auch mitkommen? Ich denke schon. Ich habe bei Oettinger noch Fragen, aber ich denke nicht, dass es ist. Ansonsten schreibst du mir. Es wäre nett. Ja, auf jeden Fall. So Messefotos. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir können auch jetzt noch schnell Messefotos machen. Wenn da Zeit ist, nicht, dass wir hier Ärger kriegen. Also, wir können auch jetzt noch kurz machen. Es ist ja niemand mit uns, der sich gerne erledigt. Wir können das auch nachher gucken. Aber ein Foto können wir schon machen. Ja, machen wir mal. Jetzt sehen wir noch gut aus. Cool. Du schon, ja. Na klar. Ja, ich kann auch hier rüberkommen. Ja, wäre vielleicht schuldig. Nur wenn nicht, dass ich das nachher mit dem Oettinger Verlag weiß. Das war jetzt so mein Mini-Überlegung. Ja, genau. Also da wäre halt 14:60 Uhr besser, aber das schaffst du nicht. Nee, von 16 Uhr bin ich ganz fix geschnallt und dachte, dass Victoria Elfie ist. Das dauert sich Pi mal Daumen 20 Minuten und danach bin ich... Ja, auf jeden Fall. Hoffen wir, dass der Herr Fitzek Zeit hat für die Janine und das Interview. Ja. Aber er ist ja wie seine Frau gerade, ihr habt es nicht gesehen, aber mir ist gerade die Frau Fitzek begegnet und sie war, hat eigentlich gemeint, er hört um 13 Uhr mit dem Signieren auf, aber naja. Wie es halt so ist, stehen ein bisschen mehr Leute an als wie bei anderen Autoren. Wir werden sehen, ihr werdet es gleich auch sehen. So, na, nimm doch auch auf. Dankeschön. Erstmal durchatmen. Erstmal durchatmen, Messestress hier, oder? Ja, ich habe dich eben schon unten signieren sehen und genau. Habe gedacht so, ja, noch 35 Minuten, ob er das schafft, das wird, weil wir haben die lange Schlange abbrechen. Wir mussten aber, wir haben immer wieder gesagt, wie lange es geht und dann war jeder informiert, dass dann halb Fuß war Schluss machen, selbst wenn es nicht geschafft hat. Ja, ich habe schon gedacht, oh, wir haben schon, deine Frau war auch schon getroffen, die hat auch schon gesagt, oh, der signiert immer noch. Wollte doch um 13 Uhr Schluss machen. Ja, genau, das war hier so ihre Aussage. Das ist richtig, aber wir haben da noch so weit wie möglich. Und dieses Jahr Messefest, ja? Sehr gut, wirklich sehr gut, weil jetzt ist der Publikumstag angebrochen, der erste, deswegen haben wir am schönsten. Am Anfang, die ersten paar Tage waren ruhig, aber das ist natürlich auch ganz gut. Mhm. Aber jetzt trifft man eben auf die Leserinnen und Leser, dass ja darauf was ankommt. Deswegen beginnt für mich jetzt die schöne Zeit. Okay, und mit dem neuen Spiel und demnächst kommt ja auch Abgeschnitten ins Kino. Und bist du eigentlich aufgeregt?
Ja, natürlich. Man hat immer eine absolute Aufregung. Vor allen Dingen, wenn etwas passiert, was man noch nie so erlebt hat. Und so eine große Kinopremiere von einem Film, das ist natürlich was ganz Tolles. Und auch, dass ein Spiel entstanden ist. Dass sich das alles so bald war, natürlich von mir zumindest nicht so geplant. Aber ich konnte es ja auch nicht planen. Also was ich sozusagen planen kann, ist, was ich schreibe, das ist hauptsächlich, was ich mache, dass dieser Kinofilm, der schon im Januar in die Kinos kam, und jetzt ist immer wieder verschoben worden. Und dann ballt sich das jetzt ein bisschen. Das verstärkt die Aufregung. Ja, ich meine, es gab jetzt ja auch schon Theaterstücke und einen Fernsehfilm. Ja. Wie geht es dir da so mit und mit dem Feedback? Bist du zufrieden oder sagst du, boah, das hätte ich gern anders gemacht? Also das muss man natürlich differenzieren. Zunächst einmal das Theaterstück Fantasie 23, das gerade in Berlin eine Uraufführung hatte. Da, das ist überwältigende Reaktion vom Publikum. Das ist bis Weihnachten in Berlin ausverkauft. Also ich glaube, es gibt noch ein oder zwei Karten dazu. Und es werden immer neue Zusatzvorstellungen gebucht. Das ist schon wahnsinnig erstaunlich. Beim Film, bei der Verfilmung, ist es halt natürlich immer so, dass es Unterschiede gibt. Hält sich die Verfilmung am Buch auf? Und ist es ein eigenständiges Werk. Das war die erste Verfilmung, die war ein eigenständiges Werk, die hat natürlich deswegen stark polarisiert, weil sie eben sich wirklich auch vom Buch entfernt hat. Wurde eben jetzt abgeschnitten, total am Buch, also 1:1 eigentlich. Das Buch, das musste gekürzt werden, aber das, was drin ist, das ist bis zu den Dialogen identisch. Das freut natürlich den Autor, die Fans ganz besonders, aber da gibt es natürlich auch wiederum Leute, die sagen, nee, ich möchte lieber, dass ich nicht 1:1 aber das Buch habe. Also insofern, wobei die abgeschnitten, die Reaktionen im Kino wirklich unglaublich sind. Das ist ein Verdienst des Regisseurs Christian Albert, der da wirklich mit seinem Team, auch von Regina Ziegler, der Produzentin, Unglaubliches geleistet hat. Also wenn, ich weiß nicht, hast du den Film schon gesehen? Wenn du das siehst, das ist, man merkt, dass der große Hollywood-Film schon gemacht hat. Und das ist das, was er richtig kann, dieses Genre. Oliver Kalkofe ist auch, muss leider sagen, dass das kein deutscher Film ist. Leider für den deutschen Film, aber gut für uns, weil es eben wirklich eine große Geschichte ist. Also du bist richtig zufrieden, auch mit der schauspielerischen Besetzung? Ja, die ist natürlich schon alleine von den Namen der Hammer. Moritz bleibt bei einer Hauptrolle, Lars Eidinger als Bösewicht, das ist so brillant spielt. Jasna Fritzi Bauer, aber auch Linda, die Comiczeichnerin, die ferngesteuerte Obduktion durchführen muss. Sie trägt den gesamten Film gemeinsam mit Moritz. Dann gibt es noch viele andere, die sehr, sehr lustig ist. Und ja, also insofern, der Cast ist schon top. Und wir haben da nichts eigentlich mit zu tun gehabt, der Michael. Wir haben einen Vorschlag bekommen. Der Regisseur hat gesagt, er würde es gerne mit Moritz Bleibtreu machen. Und war das eigentlich für uns, haben wir es in Hochfassung gesehen und waren wirklich platt. Sind da auch weitere Filmprojekte geplant oder ist da jetzt erstmal Schluss? Nein, also natürlich, Filme dauern lange in der Produktion. Für Kino ist man am Paket gerade dran. Fernsehen wird im November auf Sat.1 Hamburg-Spiele auf und RTL der Passagier 23. Und die sind auch beide relativ nah, eigentlich sehr nah. Oh, das ist schön. Hamburg-Spiel mag ich total gern. Das ist eins meiner Lieblingsbücher. Wenn das fernab vom Buch gewesen wäre, wäre ich total schön. Ich weiß, nein, das ist es aber nicht. Das ist es nicht. Das ist ja so, ich sag mal, bei uns Buchnerds ist es ja total wichtig, dass bloß alles nah am Buch ist. Wehe, es entfernt sich, dann gibt es ja gleich Riesentheater und geht gar nicht. Muss natürlich ein bisschen gekürzt werden und dadurch wird sich was verändern. Aber für die beiden Filme zumindest kann ich sagen, dass man das Buch mehr als deutlich wiedererkennt. Sehr schön. Ja, jetzt kommt ja demnächst ein neues Buch von mir. Ja, genau, der Insasse. Einmal für die Kamera der Insel.
sagst du? bist du aufgeregt vor dem Erscheinen? Ich bin immer, also mindestens eine positive Grundnervosität, die ich habe, aber natürlich auch eine Aufregung, weil es ist was Neues und man, ja, man, es ist so ein bisschen wie wenn man sein Kind zum Schulbus bringt, der dann auf Klassenfahrt fährt. Auf der einen Seite ist man froh, dass man vielleicht mal ein bisschen seine Ruhe hat. Das hat man allerdings nicht in der Buchveröffentlichung. Man ist aber vielleicht stolz, dass das Kind jetzt auf einmal laufen lernt und seinen eigenen Weg macht, aber man ist auch nervös. Wie findet es sich so in der großen, weiten Welt zurecht? Und da hat man eine ganze Weile. Jetzt muss ich mal fragen, wie bist du auf die Idee? Das ist ja bei dir immer total spannend. Ja, also da ist es tatsächlich so, dass ich mich mit einem Rechtsmediziner unterhalten habe, der mir gesagt hat, man ist sich sehr sicher, dass in Berlin jemand in Haft ist, der ein mehrfacher Mörder, auch Kindermörder ist, und dass der noch mehr auf seinem Kerbholz hat und man ihm aber nie diese anderen Taten nachweisen wird, weil der ist jetzt inhaftiert und er schweigt. Und man hat auch die anderen Leichen, das waren zwei Kinderleichen, nur deswegen gefunden, weil er sie zu den Leichen geführt hat. Und da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt ein Familienvater bin, wenn ich weiß, der Täter, der meinem Kind was angetan hat, der ist in Haft, aber die Polizei hat sämtliche Ermittlungen eingestellt, weil man sucht ja nicht am Täter, den man schon kennt. Aber weil er schweigt, weiß ich nicht, was mit meinem Sohn passiert ist oder mit meiner Tochter. Was würde ich machen? Wenn ich die Kontakte hätte und die Möglichkeiten, würde ich probieren, mich als ein verdeckter Patient einzuschleusen in diese psychiatrische Gefängnisklinik, um dem Mörder meines Kindes so nah wie möglich zu sein. Das heißt also, in der Kurzform, ich würde versuchen zu tun, als ob ich selbst den Verstand verloren habe, um die Wahrheit dann zu gewinnen. Spannend! Ja, kann ich auch. Das macht eben die Figur. Die lässt sich einschleusen als Insassen. Ja, ich fand das, ich habe das so im Buch gelesen und gedacht, wie ist er da denn jetzt drauf gekommen? Ich meine, beim Paket war es ja auch relativ, ja, sag ich mal, ja, einfach so eine Alltagssituation. Aber auf den Insassen, da habe ich gedacht, okay, wie kommt man jetzt aus einer Alltagssituation auf den Insassen? Weniger, da kommt man eher durch die Nachrichtensituation da drauf. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich meine nächste Frage vergessen. Kein Problem. Man hat das ja zwischendurch in deinen Büchern, man trifft altbekannte Gesichter, sag ich mal, wieder. Trifft man hier auch wieder altbekannte Figuren, die man schon kennt, Ermittler oder so? Darf man sich auf jemanden freuen? Oder ist alles neu? Hier ist tatsächlich alles neu, wenn ich nicht jetzt völlig da liege. Aber nein, soweit ich mich erinnern kann, kommen hier jetzt keine altbekannten Figuren vor. Und, und tatsächlich ist das eben, ich wollte jetzt nicht schon wieder, weil es ja auch in der Psychiatrie ist, jetzt die altbekannten Gesichter einbringen. Hier waren neue Gesichter, aber die sind auf der einen Seite sehr fies und auf der anderen Seite aber auch, finde ich, sehr nette und sympathische Leute dabei. Okay, ich bin gespannt. Hast du denn auch mit so ein paar Vorurteilen, die man gegenüber einer Psychiatrie hat, gespielt? Wobei es eine ganz kleine Nebenrolle gibt, eine ganz, ganz kleine, auf die man sich vielleicht freuen kann. Eine ganz kleine, ohne zu viel zu verraten, fällt mir auf. Aber die ist jetzt so klein, da muss man schon ein bisschen danach suchen, das ist eine Anspielung und das wird man vielleicht finden. Als wahrer Fan wird man das sehen. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage vergessen. Spielst du auch mit Verurteilen, die man gegenüber einer Psychiatrie hat, so ein bisschen? Nein, man muss wirklich hier differenzieren. Es geht nicht um eine Psychiatrie. Eine Psychiatrie mit einer geschlossenen Anstalt ist was anderes als eine Forensik, also eine Gefängnisklinik. Hier sind tatsächlich inhaftierte Straftäter, die allerdings krank sind und deswegen in Behandlung sind. Ja, er sagt, die Waldburg ist eine sehr kleine, wenn man den Vorwurf machen kann, meistens ist es ja auch in meinen Büchern zu vermeiden, zu sagen, psychisch krank gleich gefährlich. Ja, das ist ein totaler Unterschied. Aber natürlich haben wir hier verurteilte Straftäter. Wir sind psychisch kranke Gefährdungen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wieder da jetzt Kritik kommen wird, dass man dort Insassen eventuell stigmatisiert. Man muss ja aber deutlich unterscheiden. Also wir sind in einem Gefängnis. Ja, und wir sind nicht in einer Psychiatrie. Okay, du hast das schon ganz klar differenziert. Und der Insasse
Russe, der mit der Legende da reinkommt, der schafft es auch nicht in diesen psychiatrischen Hochsicherheitsgefängnistrakt hinein, weil die Legende, die er sich mit Hilfe seines Schwagers, der Polizist ist, zimmert, die reicht nur für den lockeren Vollzug aus. Und das ist als Verdritt. Aber wie kommt er dann dorthin, wo der wirklich Verurteilte sitzt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Und insofern, also es ging mir hier auch weniger um die Schilderung der psychiatrischen Gefängnisklinik als wirklich darum, dass hier jemand dort rein muss, um eigentlich dem Menschen am nächsten zu sein, den er eigentlich am wenigsten begegnen will. Dann ganz herzlichen Dank, dass ich dir so auch viele Löcher in den Bauch fragen gerne. Durfte. Ja, gerne. Können wir noch ein? Aber sicher. Sehr schön. Dann möchte ich mal noch eine Frage. Wir waren nicht in Texas. Würde einer von euch? Ja. Sie hat sich durch Dokumentationen gewühlt. Ich hätte das nervlich gar nicht geschafft, das alles anzusehen. Ich habe nur ein paar Bücher. Ja, aber ich wollte Zeit nicht so bis zum Schluss, weil so ein bisschen Luft holen tut, glaube ich, vielleicht auch mal ganz gut. Ja, für dich auch, oder? Ich bin dieses Jahr relativ entspannt. Ja, echt? Ja, okay. Ich bin erst morgen gestresst, weil morgen habe ich wieder. Wir haben eigentlich schon welche Bühne und so. Okay. Dieses Jahr halt mit anderen Gästen. Jedes Mal, wenn wir eine Reise machen. Bei dir passt es, wenn wir einen Termin bei uns hätten. Und mit dem Co-Moderator diesmal. Wer darf denn? Erst meins oder erst deins? Meins wäre für Sebastian. Passt doch. Ja, das ist der Mann von einer Freundin und der ist auch ein Riesenfan. So. Der freut sich in Keks, wenn ich ihm das Interview. Ja. Da ging die Kamera aus, die sieht das anders. Die sieht es anders. Take two. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, hat die Janine gerade ein wunderschönes Interview mit Sebastian Fitzek geführt und ich durfte das filmen und ja, ihr habt es ja gesehen und ja, ich hoffe, dass das heute Nachmittag nachher mit der Sonja Keiblinger ähnlich cool und toll funktioniert und vielleicht morgen mit Markus Heitz, den du ja auch morgen, also Sonntag, noch dir zur Brust nehmen kannst. Ja, der Markus ist genauso cool wie der Sebastian, das wird super. Ja. Das wird super. Das wird super. Ja, weil Markus Heitz ist nämlich, so wie ich ihn kennengelernt habe, bisher ein extrem tiefenentspannter Mensch. Ja. Von dem her wird unheimlich cool. Und bisher sieht es tatsächlich so aus, als ob alles irgendwie so flutscht und wie ich mir das vorgenommen habe. Ja, ich habe mir eigentlich so wenig wie möglich vorgenommen, aber das funktioniert alles bisher. Also, und ja, mein Glücksengel. Na, warum man nicht übertreiben? Ja. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß zusammen. Wir haben Spaß und das ist alles, was zählt. Genau. Und ja, was jetzt noch so passiert, werdet ihr ja gleich sehen. So Leute, jetzt haben wir es doch noch ganz kurz zum Booktuber-Treffen hier vor der Halle 3.0 geschafft. Einige sind gekommen. Ich dreh mal die Kamera mal kurz hier so ein bisschen rum. Ja. Also ich darf schon. Steht ja einfach eine halbe Stunde. Ich habe hier 2-3 Stunden. Ja, gern. Ja. Ein paar sind wieder da. Kann nur Fotos oder wie? Ja. Das ist so. Hallo! Hallo Gerhard! Der Mann aus der Schweiz ist auch da. Natürlich. Grüezi. Grüezi miteinander. Mit dem Buddy diesmal. Mit der Carmen. Mit der Carmen. Hallo. Naja. Du bist seit Donnerstag hier. Freitag. Donnerstag war ich hier, okay. Dann bin ich wieder heim. Okay. Und jetzt Samstag, Sonntag. Okay. Und Freitag habe ich mal geschenkt. So. Ja. So viel erlebt. So, endlich ist es passiert.
Hallo. Schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Ich muss hier echt in die Knie. Ich bin ein kleines bisschen größer als die Theresa. Nur ein kleines bisschen. Unwesentlich. Gottes Willen. Ja, und nach so langer Zeit haben wir sich endlich mal persönlich. Ach schön. Freut mich. Ja. Die Janine, die würde ich auch gerne mal kennenlernen. Die ist drinnen beim Blogger-Treffen. Ja. Und was hast du jetzt heute schon alles Schönes gemacht? Eigentlich war ich ja nur auf der Messe und dann war ich bei Anne Freitag und habe mir das Buch signieren lassen und sonst eigentlich. Cool, Anne Freitag ist cool. Die ist nett. Ja. Ja. Ich war jetzt gerade bei Sebastian Fitzek und hab den irgendwie. Das ist ja cool. Ja. Und jetzt nachher noch zu Sonja Teibling. Die gute Dame noch interviewen. Ja. Bist mit? Mal schauen, ja. Ja. Ja, cool. Gerd, da ist Silberschwein. Oh, ja. Ja, wir sind jetzt gerade auf der Suche nach Sonja Keiblinger, ob sie schon irgendwo da ist. Sie ist noch nicht fertig. Da vorne ist sie. Was ist denn schön? Ja, das ist auch cool. Meet and greet. Der Kamera ist die dazugehörige Autorin, die Sonja Keiblinger. Stuhl höher als die mit Stuhl. Ja. Ja. Falls man so nicht erkennen kann, ich bin 1,93 Meter groß. Von dem her. Ja. Ich bin nachher auch noch eins Ich kenne euch ja schon. Zwei Jahre.
Buch, oder? Mit dem ersten Buch. Ja? Ja? Wollt ihr das über Video oder einfach nur so aufnehmen? Also ich würde es gleich aufnehmen, aber ich glaube, der Gerd möchte gerne filmen. Okay. Dankeschön. Seid ihr morgen noch da oder seid ihr auch schon im Haus? Ich habe morgen ja die Lesung. Wir sind hier jetzt gerade beim Oettinger Stand und wir haben die wundervolle Sonja Keiblinger hier, die Autorin dieser wundervollen Bücher. Und wir machen hier ein kleines Interview, das hauptsächlich, denke ich mal, die Janine führen wird. Und ich, ja, ich filme das mal. Ja. Und ich filme das mal. Alles klar. Ja, mich auch. Alles Gute weiterhin, Corinna. Und wir bleiben in Austausch über Instagram oder über deinen Blog, ja? Ja, gerne. Machen wir das. Schönen Abend. Tschüss. Ja, da sind wir gleich ja schon mitten im Thema. War das eigentlich dein erstes Blogger-Treffen? Ich hatte schon mehrere, aber das war noch nie so, dass so viele da waren. Das war so ein Meet and Greet, das gab es zu gewinnen sogar. Und diese 5 Blogger haben sich darum beworben und haben es dann gewonnen. Und ich freue mich riesig, dass das heute zustande gekommen ist, weil es war richtig, richtig cool, weil die kannten schon alle Bücher. Und es war echt toll mit so vielen Lesern, die halt wirklich auch kritisch zum Teil auch, aber auch wirklich sehr viel schon von mir kennen, die Bücher schon gekannt haben. Und das ist natürlich noch viel besser, mit jemandem zu sprechen, der noch nichts von mir kennt, dem man dann alles erzählen muss, was auch okay ist. Aber so ist natürlich noch schöner. Wie fühlt sich das denn an, wenn es so ein Meet and Greet mit dir zu gewinnen gibt? Also total unwirklich. Ich habe nicht gedacht, dass sich tatsächlich jemand bewirbt auf dieses Meet and Greet, dass das jemand gewinnen will. Ja. Es gibt so viele andere schöne Dinge, die man auf der Messe machen kann. Und überall gibt es gratis Dinge und irgendwie so eine Stunde dafür zu opfern, mit mir zu quatschen. Irgendwie dachte ich nicht, dass das jemand tut, aber offenbar gab es welche. Das war wirklich nett, das ist ja. Aber deine Bücher sind doch toll. Absolut. Wann erscheint eigentlich Band 3 zu diesem wunderbaren Büchern? Ja! Ja, das ist leider so ein blödes Thema, weil es wird wahrscheinlich kein Band 3 mehr geben. Oh nein. Aber es ist auch nicht weiter schlimm, denn es wird stattdessen einen Einzeltitel geben. Im Jugendbuch oder im Kinderbuch, wenn wir mal schauen. Wahrscheinlich eher ein Jugendbuch und der wird dann nächstes Jahr erscheinen. Also ich habe eine richtig gute Idee für ein Einzelband. Ich möchte mich ohnehin jetzt mehr auf Einzelbände konzentrieren und ich glaube, da wird demnächst was kommen. Und auch beim Löwe wird es mehrere Neuerscheinungen kommen. Also wird das ergeben. 2019 ist richtig viel los. Also 2019 werden einige neue Überraschungen auch von meiner Seite kommen. Auch Altersgruppen, für die ich bisher noch keine Bücher geschrieben habe. Älter oder jünger als jetzt? Werde ich jetzt nicht verraten. Verdammt! Vielleicht beides. Ja, mal jünger, in erster Linie mal jünger. Aber ich plane auch was für Erwachsene. Aber das hat noch keine Verlagsheimat, das muss ich erstmal konzipieren. Das ist auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber ich habe vor, demnächst noch was in der Belletristik zu machen. Und, also es wird ziemlich viele Überraschungen geben nächstes Jahr. Und kein Grund zum traurig sein, dass nichts mehr kommt von mir. Es wird nächstes Jahr noch einiges geben. Also ich hoffe, das läuft dann auch gut und gefällt euch.
stimmt. Wie ist das eigentlich? Ist das für dich wichtig, beim Verlag zu sein oder wäre für dich Self-Publishing auch ein Thema? Also ich würde gerne auch mal in Richtung Self-Publishing was probieren. Ich muss gestehen, ich fühle mich da irrsinnig unkompetent. Ich weiß nicht mehr, was zu sprechen. War ein langer Tag. Ja, also ich würde das gerne mal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut hinkriege. Vielleicht muss ich mir da auch ein paar Self-Publisher holen, die mich da beraten, wirklich. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen. Also ich will einfach vieles ausprobieren und neue Genres für mich entdecken und neue Zielgruppen ansprechen. Und das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn jemand zu mir sagt, ich muss die nächsten 20 Jahre dieses eine Segment und diese eine Geschichtenart schreiben, das wäre super langweilig. Also ich möchte mich weiterentwickeln und was Neues dazulernen. Und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Okay. Ja. Ich war gerade im Hintergrund etwas irritiert, es tut mir leid, da lief gerade der Werbespot zu. Und da ist der dritte nämlich noch in Gelb mit bei, darum die Frage, ja, wann erscheint er? Ja, das fragen mich alle. Ja, das glaube ich. Gibt es da bestimmte Gründe, warum es jetzt da keinen dritten Teil mehr gibt? Darfst du es überhaupt erzählen? Darfst du das überhaupt erzählen? Es gibt mehrere Gründe, aber unter anderem eben auch der Grund, dass der Abstand sehr, sehr lange gewesen wäre zu Band 3, was dann auch für den Buchhandel auch nicht so optimal ist, wenn dazwischen über ein Jahr liegt, ja, weil dazwischen einfach ganz viele andere Projekte jetzt bei Löwe noch geschrieben werden müssen. Und natürlich auch ein bisschen die Sorge besteht, dass die Reihe dann einfach mit einem zu langen Abstand vielleicht auch gar nicht mehr so gut weitergeführt werden kann. Okay. Und halt einfach auch, ich muss sagen, dass es einfach von meiner Seite auch einige Ideen gibt, die ich jetzt auch ganz gerne nächste Zeit probieren möchte. Und weil ich denke, dass der zweite Band jetzt so, wie er ist, eigentlich auch ein ganz guter Abschluss ist. Es ist nicht alles geklärt, aber es ist sehr viel geklärt. Aber nicht alles. Und es ist halt jetzt gerade so, es wäre okay für mich, wenn es so endet, aber es wird auch noch Potenzial für eine Fortsetzung geben. Und ich glaube, das ist so ein befriedigender Abschluss. Auch schon so viele, ich habe eigentlich auch schon reingelesen, wo nach dem zweiten Band irgendwie gar kein Abschluss kam und es kam kein dritter mehr. Das, so, das gibt es auch. Ja, das finde ich total unbefriedigend, sowas. Das ist echt, das ist ganz schrecklich. Ja. Das lässt dann eine Weile nicht los, ne? Und nervt. Ja, das ist einfach furchtbar. Also genau, das ist da zum Glück jetzt nicht der Fall, aber schauen wir mal, was es sich ergibt. Okay. Und wie geht es dir hier so auf der Messe? Also ich meine, es ist ja nicht deine erste, du hast jetzt ja Vergleiche. Genau. Wie hat sich das in den Jahren entwickelt? Oh, es wird immer mehr. Also es wird immer mehr Leute. Jetzt geht es ja schon. Es ist ja schon fast 18 Uhr und es ist weniger los, aber so gegen 14 Uhr ist echt der Wahnsinn, was sich da abspielt. Ja. Ich muss auch immer, ich habe immer super große Angst, dass ich meine Lesungen nicht rechtzeitig schaffe, weil einfach die Fußwege teilweise so groß und lang sind. Nicht an sich, aber halt, weil viele Menschen unterwegs sind. Und, aber ich finde es echt erstaunlich, wie viel Interesse hier an den einzelnen Ständen ist, wie viele Leute sich umschauen, wie viele Leute Bücher kaufen wollen, wie viele Leute sich Lesungen anhören. Und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr, ja, ich finde es auch schön. Wächst die Messe eigentlich? Wird die von Jahr zu Jahr größer oder ist das ziemlich... Also die Besucherzahlen sind wohl steigend, habe ich letztens noch gelesen. Man merkt es auch als Besucher, also gefühlt wird es wirklich immer voller. Gerade hier in Halle 3, das ist ja so die Halle für uns, sag ich mal. Und es wird einfach immer mehr, immer voller. Aber ich glaube, so als Autor oder Autorin merkt man das auch. Also ja, absolut. Es waren wirklich bei meinen Lesungen noch echt viele Kinder. Das hat mich echt gefreut. Es gab nachher auch ganz, ganz viele Kinder, die Bücher gekauft haben oder Autogrammkarten sich geholt haben. Es gibt jetzt auch brandneue Scary Harry Stickers, ja, die ich jetzt großflächig verteilt habe. ja, also hat Spaß gemacht heute. Und ich habe morgen noch eine Lesung aus dem zweiten Band der Verwandtenreihe, dem pinken Band, der jetzt eben neu erschienen ist. Und ja, freue mich schon drauf. Muss mal schauen, was ich lesen werde. Ich habe gar nichts mehr angeschaut, aber irgendeine witzige Szene möchte ich lesen. Ich wüsste jetzt so viele Stellen, aber ich glaube, das wird spoilern. Ja, du kannst ja nachher mit mir drüber sprechen und sagen, was empfehlen ist. Ja, ich glaube, der Gerd hätte auch noch ein paar Empfehlungen. Morgen am Vormittag, also 11.30 Uhr. Ja. Und? Was sie lesen soll aus dem zweiten Band morgen. Ja, das wird so. Schauen wir mal, was ich so jetzt. Hast du Zeit? Nein. Weg, ne? Nein, ich bin hier, aber ich habe ja von 12 bis 15 Uhr muss ich moderieren und das geht sich nicht aus, gell? Okay.
okay, schade. Ja. Und ab 13 Uhr ist der Gärtner Co-Moderator. Ich habe morgen Verstärkung. Ah, das wird toll, dass es übrigens auch hier in Halle 3 ist. Okay. Wird richtig, richtig gut. Ich bin guter Dinge. Ja, fein, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Aber du bist bestimmt nicht mehr nervös, oder? Im Moment nicht, ne. Mal gucken, wie das morgen ist, aber im Moment ist so. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich habe auch noch nichts vorbereitet. Also gar nichts. Ich weiß, welche Leute kommen, worüber ich reden möchte, so thematisch. Und das war's. Ja, du machst das schon. Ich hoffe. Ich habe auch sonst gar keine Fragen mehr an die Sonja. Habt ihr noch welche? Hast du welche an uns? Wann kann ich das Video sehen? Kommt es denn? Wenn der Gärtner mir die Datei geschickt hat und ich es erfolgreich geschnitten und hochgeladen habe. Ja, aber ich schicke dir einfach den Link auf Instagram. Das sind wir gar eben. Fein, ich freue mich, dass ich wieder interviewt werden durfte. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche euch noch auch ein paar schöne Messtage. Na gut, die sehen das ja nicht mehr. Und wünsche euch eine schöne Messe in Leipzig. Das seht ihr wahrscheinlich noch vor Leipzig, ne? Ja, yeah, sicher. Hallo. Leipzig alle vier Tage voll. Ja, ob ich in Leipzig bin, weiß ich noch nicht. Aber ich habe schon vor, nach Leipzig zu fahren und nächstes Jahr wieder in Frankfurt. Also man kann sich dann auch immer auf Lesungen hoffentlich freuen von mir. Also es wird weiterhin viele Lesungen auf den Messetagen geben und freue mich, euch dann auch persönlich zu sehen. Das ist schön. Ja. Sag mal tschüss. Tschüss. So, wir haben hier die Autorin von dem Buch. Kamikaze. Ja. Ja, James Bond kann einpacken. Katzen klären auf, was in der Regierung alles so schief läuft. Vor allen Dingen Flughafen Berlin-Schönefeld. Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie, warum alles so schrecklich schief läuft. Auch der BND ist beteiligt und der KGB, Katzengeheimbund. Ne? Und BND, Bund neugieriger Dobermänner. Also die klären auf, was in Deutschland alles Sache ist. Mit Humor und im Stil von James Bond. Ich kann es nur empfehlen. Schön. Hört sich sehr interessant an. Ja. Möchten Sie eins geschenkt? Können Sie ja haben. Ich muss ein Buch noch loswerden. Ja, Leute, da habt ihr es gerade gesehen. Da laufe ich hier mit der Kamera durch die Gegend und kriege noch ein Autoreninterview. So, hört sich echt cool an, das Buch. Und jetzt sind wir bei Bastei Lübbe. Bin mal gespannt, wo da, wie da, was die Janine mir da erzählt hat, wo die sich da rumtreiben. Aber ihr werdet es gleich sehen, denke ich mal. Ja, ich glaube, ich habe das gefunden. Das ist hier. Ja, Leute, das war's. Samstag ist vorbei, Messe-Samstag beendet. Ja, ich mache mich jetzt mal langsam Richtung Motel One auf und dann geht's später mit den anderen zum Essen. Da kommt der gemütliche Teil des Tages. Ja, ich weiß, ich denke, ich nehme euch da auch noch ein bisschen mit. Ja, ich hoffe, ich hatte Tag übergefallen, die Interviews. Und ja, bis gleich beim Essen. Ja, und würde so als Profi Booktuber oder YouTuber so machen, so eine kleine Rundtour. Hier werde ich heute Nacht nächtigen. Meine Olga, mein Trolley, da kommen Bücher rein. Mein Koffer, meine Jacke, die Türe. Ja. Kameraausrüstung. Nochmal das Bett. Ich zeige euch mal die nette Aussicht. Da drüben ist die Messe, der Messetower. Sieht cool aus. Und hier ist das kleine Winzlingsbad. Servus. Die Dusche.
Ja. Und fertig ist die Roomtour aus dem Motel One. Und jetzt gehen wir zum Essen. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir zum Essen. Aber dann nehmen wir diesen Prügel eben nicht mit. Zum Essen gehen wir mit meiner kleinen Legria. Das reicht für heute Abend, für unseren netten Abend. Ja, lasst euch überraschen, wird bestimmt ganz nett. Jo Leute, wir waren jetzt gerade essen, aber irgendwie bin ich beim Essen nicht dazu gekommen, euch ja da mitzunehmen oder zu filmen. Ich blende vielleicht mal ein paar Bilder ein. Aber wir sind jetzt in unserem Motel One und ja, wir machen hier noch so einen kleinen Absacker, ganz gemütlich. Hallo. Hallo. Was soll ich jetzt sagen? Hallo oder grüß Gott? Guten Abend. Guten Abend. Jetzt habe ich gedacht, das ist der Motel. Das ist so ähnlich wie... Sei du selbst, sei einfach nicht der Maske. Sei eins. Ja. Hallo. Wir sehen uns vielleicht noch. Ja. Ja, Leute. Der Tag ist nun vorbei. Schön war er, anstrengend war er. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Morgen von Sonntag gibt es noch eins. Ja, beschließen wir für heute.